Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben, als Papst Johannes der 23. im Jahr 1959 die Einberufung eines ökumenischen Konzils ankündigte und das denn auch in der Tat 1961 einberief, da sorgte das für beträchtliche Aufregung. Sollte die über Jahrhunderte hinweg zerrissene Christenheit tatsächlich wieder an einem Tisch sitzen? Sollte diese zerrissene Christenheit tatsächlich wieder gemeinsam beraten, gemeinsam beschließen? Dabei handelte es sich allerdings um ein Missverständnis, das unseren ostkirchlichen Geschwistern so wohl kaum unterlaufen wäre. Denn dieses kleine Wörtchen ökumenisch, das gab hier nur zu verstehen, dass die Bischöfe der gesamten weltweit verbreiteten römisch-katholischen Kirche zu Beratungen gerufen waren. Und dennoch war damals die Ökumene auch mit dabei, und zwar auch ganz wesentlich mit dabei, in einer uns eher geläufigen Bedeutung. Die Einheit aller Christen wiederherzustellen zu helfen, das ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit diesen unmissverständlichen Worten beginnt dann eben dieses Ökumenismusdekret, dessen Verabschiedung sich heute zum 50. Male jährt. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es war, liebe Schwestern und Brüder, ein langer, es war ein oft beschwerlicher Weg, der von diesen bitteren Worten des ersten Johannesbriefes hin zu einem von Respekt und Zuneigung getragenen ökumenischen Gespräch und Miteinander auf Augenhöhe führte. Die römisch-katholische Kirche, sie hat sich damit anfangs schwer getan. Selbst Papst Johannes der 23., der doch geradezu als Ikone einer Kirche der offenen Fenster geradezu verehrt wurde, hat noch im Jahr der Konzilsankündigung die anderen Konfessionen zur Rückkehr in die katholische Kirche eingeladen. Und geradezu berüchtigt vor diesem Hintergrund ist zumindest unter Ökumenikern hier die Enzyklika Mortalium Animus von Papst Pius XI. Aus dem Jahre 1928, die ausdrücklich ausschloss, dass es den Katholiken auch nur irgendwie erlaubt sein könnte, diese ökumenischen Versuche zu unterstützen oder an ihnen mitzuarbeiten. Gleichwohl waren das keine niedrigen Beweggründe, die die katholische Kirche zunächst von der Ökumene fernhielt. Eben jene Enzyklika von 1928 wollte ja vor allem die Sorge zum Ausdruck bringen, dass, wie es dort heißt, die Wahrheit, und zwar die von Gott geoffenbarte Wahrheit, zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht wird. Denn Gnade und Wahrheit, so die Enzyklika, sind der Kirche ja nur anvertraut. Und sie stammen von keinem anderen als von Gott, dem Vater, der sie uns durch Christus im Heiligen Geist in die Hände legt.
solche Gaben zur Disposition zu stellen, wäre nicht Demut, sondern in Wirklichkeit eine Demütigung Gottes, des Offenbarers und Heilbringers. Schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es dann aber große katholische Initiativen zur Überwindung dieses Dilemmas. Aber letztendlich war es dann dem Konzil vorbehalten, den Durchbruch zu schaffen. Beispielsweise sucht man in dessen Texten vergeblich nach Worten wie Heretiker oder Schismatiker. Vielmehr ist hier mit einem Mal die Rede von den getrennten Geschwistern, denen, wie das Dekret sagt, die Schuld der Trennung nicht zur Last gelegt werden darf. Die katholische Kirche betrachtet sie als Geschwister in Verehrung und Liebe, so das Ökumenismusdekret in seinem dritten Artikel. Ich hoffe und ich wünsche mir, liebe Schwestern und Brüder, von ganzem Herzen, dass dies auch heute Abend in unserer gottesdienstlichen Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Vielleicht noch wichtiger aber ist die Erkenntnis, welche die große Kirchenkonstitution dieses Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert, dass nämlich die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige katholische und apostolische bekennen, in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird, verwirklicht ist. So in der dogmatischen Konstitution über die Kirche in Artikel 8. Ja, die eine Kirche Christi nimmt in der römisch-katholischen Gestalt an, sodass der Geschenkcharakter von Gnade und Wahrheit, die der Kirche anvertraut sind, erhalten bleibt. Dies geschieht aber nicht in starrer Deckungsgleichheit. Vielmehr weist die katholische Kirche im Konzil ausdrücklich darauf hin, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. So das Konzil. Papst Johannes Paul II. Hat das dann in seiner bahnbrechenden Ökumene-Enzyklika Ut Unum Sint von 1995 besonders prägnant formuliert. Außerhalb der Grenzen der katholischen Gemeinschaft, so heißt es da, besteht also kein kirchliches Vakuum. Seit diese theologischen Durchbrüche geschafft sind, liebe Schwestern und Brüder, macht die römisch-katholische Kirche konsequent und rückhaltlos ernst mit der Ökumene. Eine quantitativ wie qualitativ imponierende Fülle von Texten, Projekten und Initiativen ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden. Von der internationalen Ebene über die nationale und regionale bis hin zu den lokalen. Die Maßgabe des Bischofdekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Bischof habe gegenüber den Brüdern, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, Freundlichkeit und Liebe walten zu lassen und den Ökumenismus zu fördern, der wurde dann sogar wortwörtlich in das katholische Kirchenrecht übernommen. Glücklicherweise beschränkt sich Ökumene aber nicht nur auf ihre kirchenamtliche Dimension.
In unseren Gemeinden ist vielerorts die Fremdheit zwischen den Konfessionen einer Vertrautheit gewichen, Gott sei Dank, die sich als fruchtbar für den Glauben aller Beteiligten erweist. Hauptsächlich zwischen evangelischen und katholischen Christen wurde im Erzbistum Köln eine große Zahl von Gemeindepartnerschaften geschlossen, von denen man so viel Gutes hört und erfährt. Sachwalter der multilateralen Ökumene sind insbesondere die Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen, die ja eben heute Abend auch hier bei uns sind und mit uns feiern. Wie Gott selbst als der eine und zugleich Dreieine lebt, so zeigt sich hier die christliche Einheit in all ihrer Vielfalt. Wie dankbar bin ich für die Gaben, die auf spezifische Weise in den anderen christlichen Kirchen wirksam sind, in den protestantischen und den östlichen Kirchen, in den Freikirchen mit ihren prägnanten Weisen zu glauben und Gott zu verehren, in den Kirchen, die verschiedene solcher Elemente in sich vereinen, wie die anglikanische und die altkatholische. Mit Freude und Überzeugung beteiligt sich die römisch-katholische Kirche an den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen auf deren verschiedenen Ebenen. Natürlich, es gibt auch noch Schwierigkeiten. Es gibt auch noch schmerzlich trennende Hindernisse, die uns voneinander fernhalten, lange schon bevor wir an das Ziel der Ökumene gelangen, die eucharistische Einheit. Wenn wir Katholiken uns von Gott beschenkt wissen, dann müssen wir, liebe Schwestern und Brüder, auch dementsprechend leben und uns immer wieder neu zu Gott und zu unseren Geschwistern im Glauben hinkehren. Kämpfen wir deshalb gemeinsam mit allen Christgläubigen dagegen an, dass aus Profiltiefen nicht Gräben werden, dass gesichert geglaubtes Konsensterrain nicht verloren geht, dass wir nicht nur in Fragen des Glaubens, sondern auch in denen der Ethik nicht auseinanderdriften. Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Wenn wir nicht resigniert vor ihnen kapitulieren, sondern sie mit Mut und Zuversicht angehen, werden sie uns nur stärker machen. Wir brauchen daher das Gespräch. Wir brauchen daher das gemeinsame Handeln. Wir brauchen den Respekt voreinander. Wir brauchen das gegenseitige Vertrauen, die Gastfreundschaft, soweit sie uns eben möglich ist. Das Ökumenismusdekret ist heute 50 Jahre alt geworden, aber es stellt kein bloßes Denkmal vergangener Zeiten dar, sondern eine lebendige und beständige Mahnung, die uns verpflichtet. In seiner schon erwähnten Ökumene-Enzyklika hat Papst Johannes Paul II. Uns das ins Stammbuch geschrieben. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, so heißt es da, hat sich die katholische Kirche unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der Ökumene einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören, der uns lehrt, aufmerksam die Zeichen der Zeit zu lesen. Zeichen der Zeit. Das ist etwas anderes als ein Zeichen des Zeitgeistes. Die Phase einer Modeerscheinung hat die erwachsen gewordene, gereifte Ökumene schon lange hinter sich gebracht.
Nun gilt es, die Ernte einzubringen und sich zugleich neu an die Aussaat zu machen. Ich möchte das gerne hier im Erzbistum Köln vorantreiben. Das kann ich nicht alleine. Das kann auch die katholische Kirche von Köln nicht für sich. Alle hier Versammelten und darüber hinaus alle Christgläubigen unserer Region bitte ich deshalb herzlich und lade ich herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns diesen ökumenischen Weg zu gehen, den uns der Heilige Geist durch das Zweite Vatikanische Konzil gewiesen hat. Amen.